Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Gaming Challenges und zwar dieses Mal zu meiner ersten Pokémon Challenge und es geht heute um Pokémon Rote Edition und die wollte ich durchspielen mit nur einem Radfratz und ihr wisst Bescheid, Freunde, das ist nicht das beste Pokémon der Welt, ne? Schaut euch mal die Basiswerte an, holy shit. Ich meine, man kann Radfratz fangen in der ersten Wiese, ne? Und dass es deswegen halt nicht so überkrass ist, ist, denke ich, jedem klar. Und die meisten Spieler werden das wahrscheinlich einmal fangen und dann die wieder einsetzen, beziehungsweise auf der Box vergammeln lassen. Aber nicht ich, ja. Ich wollte wirklich das gesamte Spiel durchspielen mit nur einem Radfratz. Und die Regeln dafür sind sogar ziemlich simpel. Und zwar darf ich zunächst mal in Kämpfen immer nur Radfratz einsetzen, ohne Ausnahme. Das bedeutet, wenn Radfratz sterben sollte oder ich gezwungen werden sollte, mein Pokémon auszuwechseln, geht der Kampf sofort als verloren, ohne irgendeine Ausnahme im gesamten Spiel. Und das ist auf jeden Fall krass, aber ich würde sagen, auch sehr unterhaltsam. Zudem darf ich im gesamten Spiel einfach keine Items einsetzen in Kämpfen. Das bedeutet, keine Tränke, keine Elixiere beispielsweise, um AP aufzufüllen und auch keine Hyperheiler oder sonstiges. Ich darf nichts davon einsetzen, was diese Challenge hier auf jeden Fall nochmal deutlich krasser macht. Was ich aber machen darf, ist halt einfach VM-Sklaven zu fangen. Das ist ganz wichtig, denn Pokémon fangen bringt mir keine Vorteile, außer dass ich VMs einsetzen kann, wie Zerschneider oder Surfer, außerhalb des Kampfes. Und das brauche ich logischerweise, um das Spiel durchzuspielen, sonst wäre es unmöglich. Denn Glitches und Exploits sind auch verboten, weil das wäre ja lächerlich, dann könnte ich beispielsweise ganze Arena-Leiter skippen oder beispielsweise direkt in die Ruhmeshalle gehen oder so. Das wäre lachhaft, also das wollen wir nicht machen. Wir wollen das Spiel logischerweise so normal erleben, wie es geht. Aber halt nur mit einem Radfratz. Und die Challenge startet logischerweise, nachdem ich mein erstes Radfratz gefangen habe, was ungefähr nach 10 Minuten im Spiel der Fall ist. Das bedeutet, es dauert nicht lange und dann kann die Challenge anfangen. Und ich muss sagen, Leute, diese Challenge hier hat mich stark überrascht. Doch bevor wir jetzt anfangen, noch eine kurze Info. Ich spiele heute einen ROM-Hack, das bedeutet nicht das offizielle Spiel. Und das liegt daran, dass das offizielle Spiel tatsächlich schwarz-weiß ist, beziehungsweise nur minimale Farben hat auf dem Gameboy. Und das wollte ich beheben, damit das Video hier etwas hübscher wird. Deswegen spiele ich quasi einen eingefärbten ROM-Hack, der halt so ein paar Grafiken auch nimmt aus der zweiten Generation, um das Spiel hier wirklich so hübsch wie möglich zu machen. Aber dafür muss ich leider auf Englisch spielen und ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm. Aber die Pokémon der ersten Generation kennt eigentlich eh jeder, genauso wie die Attacken. Und ganz im Ernst, Freunde, von den Dialogen bekommt ihr heute eh nichts mit. Das bedeutet, ich würde sagen, die bessere Grafik ist hier auf jeden Fall wichtiger als die deutsche Sprache. Aber wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich es beim nächsten Mal ändern. Aber ich denke, so ist das Video auf jeden Fall 20 Mal schöner. Und ich muss sagen, dieser Hack hier ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Und am Gameplay oder gar der Schwierigkeit ändert dieser Hack hier logischerweise gar nichts. Also macht euch da keine Sorgen. Es ist ansonsten einfach ganz normal das gute alte Pokémon Rot. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der Challenge und ich erzähle euch jetzt einfach, wie es mir ergangen ist. Und ich kann auf jeden Fall festhalten, ein Radfratz zu fangen ist kein Problem, aber es geht halt nicht von Anfang an und deswegen musste ich logischerweise ganz normal ein Starter-Pokémon auswählen. Und ich habe mich hier sogar für Bisasam entschieden. Und wieso habe ich das gemacht? Ganz einfach, deswegen hat mein Rivale einfach einen Glumanda. Und das wird später logischerweise zu Glurak, ne? Und das ist, wie ich finde, ja, das schwierigste Pokémon, das man seinem Rivalen geben kann. Und ich will logischerweise diese Challenge hier so krass wie möglich machen. Von daher habe ich diese Wahl getroffen. Aber außer meinem Rivalenkampf, ganz zu Beginn des Spiels, mache ich mit Bisasam logischerweise keinen einzigen Kampf im ganzen Spiel. Von daher ist das Pokémon für uns heute nicht so relevant. Und ich habe das Bisasam sogar einfach in die Box geworfen, als ich mein Radfratz hatte. Und das kann man halt bereits fangen in der ersten Wiese, aber du musst logischerweise zunächst mal deinen Pokédex abholen, beziehungsweise das Paket für Professor Eich. Da musst du nochmal nach oben in die Stadt laufen und erst dann, meine Freunde, kann man sich Pokébälle kaufen, was ich sofort getan habe. Und das erste Pokémon in der Wiese war logischerweise sofort ein Radfratz. Ja, das Schicksal hat mir dieses Pokémon scheinbar sofort in die Hände geworfen. Und es war Level 3, ich habe es sofort gefangen und das ist halt unser Pokémon für die gesamte restliche Challenge. Und ich muss sagen, ich habe mit diesem Pokémon einiges erlebt, von daher seid gespannt. Aber das Startproblem war jetzt zunächst mal, dieses Pokémon irgendwie so stark zu bekommen, dass es irgendwie eine Chance hat gegen die ersten Trainer des Spiels. Ich meine ganz im Ernst, ne? Die ersten Trainer, die man im Spiel besiegen muss, sind Käfersammler im Vertania-Wald. Und die haben nur so Pokémon wie Hornliu und Raupi und so. Und selbst die konnte ich logischerweise mit Level 3 Radfratz nicht besiegen. Das bedeutet, ich musste erstmal leveln und ich musste jetzt wirklich viel grinden zu Beginn des Spiels, um später eine Chance zu haben gegen Rocco, den ersten Arena-Leiter, der halt einfach Gesteins-Pokémon einsetzt, die ich nicht gerade so gut angreifen kann, weil ich hatte logischerweise zu Beginn des Spiels nur Tackle.
Und ich habe mich entschieden, ich grinde so lang, einfach in der ersten Wiese, bis ich Level 7 erreiche, weil dann bekomme ich den Buff Rückzug-Keep. Und der macht 40 Schaden, hat Step und Prio. Und das ist schon mal sehr viel besser als Tackle, muss ich sagen. Und damit wollte ich dann weitermachen in Bertania-Wald. Und das war auch eine gute Entscheidung. Aber die ersten Kämpfe, die ich halt wirklich ausgetragen habe in der ersten Wiese, waren so frustrierend, das ist der Wahnsinn. Ich musste nach jedem Pokémon sofort wieder zurücklaufen ins Pokémon-Center, weil Radfahrt so angeschlagen war nach nur einem Kampf. Naja, da ich nicht weiterkämpfen konnte. Und um nicht Game Over zu gehen, musste ich hier auf jeden Fall sehr aufpassen. Aber es hat funktioniert und ich bin dann irgendwann mit Rückzug-Keep über Bertania-Wald angekommen. Und dort ging es dann weiter mit dem Grind. Und ich habe mich entschieden, ich level noch ein weiteres Level hoch, bevor ich kämpfe, gegen die Käfersammler. Gegen halt so Pokémon wie Raupi, Hornliu, Safcon und Kukuna und so. Und gerade halt Safcon und Kukuna geben gut XP zu Beginn des Spiels. Und die können halt einfach nur Härtner einsetzen. Und deswegen kann man da ganz gut leveln, aber da direkt mit Level 3 anzulaufen, wäre auf jeden Fall Selbstmord gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, mit Level 8 kann man die ersten Käfersammler auf jeden Fall ganz gut besiegen, aber es bleibt spannend. Man muss auf jeden Fall aufpassen, nicht down zu gehen, beziehungsweise gegen zu viele Trainer nacheinander zu kämpfen. Geht auf jeden Fall regelmäßig ins Pokémon Center und kauft auf jeden Fall Gegengift, ne? Weil an Gift zu sterben ist echt unnötig und das kostet dann halt einiges an Geld, was man später gut brauchen kann. Deswegen seid ihr auf jeden Fall vorsichtig. Doch nachdem ich mit den Käfersammlern fertig war, kam so ein bisschen das böse Erwachen, muss ich sagen. Und zwar war ich erst Level 10. Und was soll ich sagen? Mit Level 10 gegen Rocco zu kämpfen, macht gar keinen Sinn. Ich hätte keine Chance und deswegen musste ich mal wieder eine ganze Menge grinden. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie lange das dauern würde, aber ich hatte einen Lichtblick, muss ich sagen, und zwar die Attacke Hyperzahn. Weil die erlernt Radfratz auf Level 14 und die macht 80 Schaden. Das ist ein normaler Move, das bedeutet, ich habe Step und die hat viel AP, aber die kann leider auch teilweise missen. Das bedeutet, die hat eine 90% Genauigkeit. Aber dieser Move war auf jeden Fall so ein bisschen mein Ziel, weil das ist deutlich mehr Schaden als Rückzug-Keep oder Tackle. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich halt damit gegen Rocco ansatzweise eine Chance habe und ich wollte jetzt erstmal bis Level 14 grinden. Und das dauert wirklich eine ganze Weile. Also auch wenn Kukuna beispielsweise gut XP geben kann, wenn man nur gegen die kämpfen kann und keine anderen Optionen hat, dauert es doch eine ganze Weile, bis man halt wirklich Level 14 erreicht hat. Ich habe locker eine halbe Stunde gebraucht oder so. Ich habe teilweise versucht, außerhalb des Waldes nochmal irgendwie zu grinden, ob das schneller geht. Aber auch das kann man vergessen. Also bitte bleibt auf jeden Fall im Wald, wenn ihr das Ganze hier versuchen solltet. Da geht es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Und dann habt ihr es auch irgendwann zusammen. Aber es ist auf jeden Fall ein langweiliger Grind und ihr müsst einfach nur da sitzen und die ganze Zeit A drücken. Aber irgendwann war ich Level 14 und ich habe mich entschieden, mit der Attacke Hyperzahn endlich mal in die Arena zu gehen. Und dort war zunächst mal ein Trainer. Und der hatte einen Dicker und einen Sandan, zwei Boden-Pokémon, die ich noch relativ gut angreifen konnte, ja. Und mit Hyperzahn habe ich die auch besiegen können, aber ich habe da schon mal Angst bekommen, weil auch die haben mir schon Schaden gemacht und nicht zu knapp. Und die waren ja noch einfach, aber der Rocco hat einen kleinen Stein und einen Onix und dagegen hatte ich logischerweise gar keine Chance. Ich bin reingegangen in den Kampf mit Rocco, einfach so auf Level 14 und habe das Beste gehofft. Und ich habe das Kleinstein sogar wegbekommen, was mich sehr überrascht hat. Aber an dem Punkt war ich bereits so angeschlagen, dass ich gegen Onix logischerweise gar keine Chance hatte. Und ich habe wirklich gedacht an diesen Punkt, da ich jetzt noch ganz lange grinden muss und für Ewigkeiten keine Chance haben werde. Und entwickeln geht logischerweise auch nicht, weil ich darf nur Radfratz einsetzen, kein Radikal. Auch wenn er sich theoretisch früh entwickeln würde auf Level 20, das bringt mir gar nichts. Aber schönerweise, Leute, wurde ich deutlich überrascht, ne? Weil mein Plan war eigentlich, jetzt immer wieder gegen Rocco zu kämpfen und immer wieder die XP mitzunehmen von Kleinstein, bis ich Rocco irgendwann down bekomme. Aber tatsächlich habe ich Onix bereits im zweiten Try besiegt. Ich weiß nicht wie, aber ich hatte eine Menge Luck in diesem Kampf. Aber es hat irgendwie funktioniert. Einfach nur wegen der schlechten KI und sehr schlechten Moves, die Onix teilweise drauf hat. Aber es ist wirklich möglich, mit einem Level 15 Radfratz Onix zu besiegen von Rocco. Aber ich muss sagen, das hier war bereits eine der krassesten Hürden des gesamten Spiels. Aber ich denke mal, dass es bei den meisten Challenges so ist, ne? Dass der erste Arenaleiter sehr eklig sein kann. Aber ich war schon mal sehr froh, dass wir Rocco halbwegs einfach besiegen konnten, weil es hätte echt eklig werden können, wenn sich das noch gezogen hätte. Weil das Grinding hätte Ewigkeiten gedauert, auch gegen das Kleinstein. Doch nachdem Rocco besiegt war, ging es als nächstes weiter Richtung Misty und da muss ich sagen, muss man halt über die Route 3 gehen und dann über den Mondberg und beide sind eigentlich für diese Challenge hier gar keine Herausforderung. Es ist wirklich simpel, dadurch, dass wir halt wegen Rocco recht gut gelevelt sind bereits, um halt irgendwie den besiegen zu können. Auf Level 15 können wir das meiste relativ gut one-hitten und ich meine, Hyperzahn ist wie gesagt eine sehr starke Attacke
Und es ist schon außergewöhnlich, dass man halt so eine starke Attacke hat, so früh im Spiel. Das hat man nicht in jedem Playthrough. Und deswegen kann man hier die meisten Pokémon ganz gut wegsweepen. Und wenn dann später halt im Mondberg diverse Gesteins-Pokémon kommen, ist es auch nicht schlimm, weil wir sind Rocco gewohnt und Rocco war noch schlimmer. Und ganz tief im Mondberg drin sind dann logischerweise ganz, ganz viele Team Rocket-Mitglieder. Und die sind eigentlich noch schwächer als die ganzen Bergsteiger, von daher wären auch die kein Thema. Und ich habe mich natürlich für das Domfossil entschieden, weil ganz ehrlich, jeder, der das Helix-Fossil nimmt, hat sowieso komplett die Kontrolle über sein Leben verloren, wenn wir ehrlich sind. Und ich muss sagen, Leute, am Ende vom Mondberg war ich Level 22, ich musste schon mehrere Male verhindern, dass sich Radfahrt entwickelt, aber ich habe bis dahin immer noch keine Moves dazu bekommen. Was auf jeden Fall etwas schade war, aber naja, das ist halt die Challenge. Ich würde sagen, damit muss ich leben. Und das bedeutet, ich muss auf jeden Fall Misty besiegen, irgendwie mit der Attacke Hyperzahn. Und dafür werde ich auf jeden Fall leveln müssen. Und ich hatte jetzt logischerweise die Wahl zwischen zwei Wegen. Entweder ich gehe sofort zu Misty und versage, oder ich gehe zunächst mal nach oben zu Bill über die Nuggetbrücke und level dort erstmal. Aber wenn ich da lang gehe, kommt zunächst mal halt mein Rivale und will ein Rematch. Und da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor. Ich muss aber sagen, es war eigentlich gar kein großes Problem. Ich meine, okay, zunächst mal hat er einen Tauboga. Und das wirkt zunächst mal gefährlich, aber man kann es recht gut in zwei Hits besiegen, wenn man Level 22 ist mit Radfratz. Das ist kein mega großes Problem wegen Hyperzahn. Und ich meine, selbst wenn Tauboga einen Hit reinbekommt in euch, es wird Radfratz nicht umbringen können. Also ein One-Hit ist hier quasi unmöglich. Danach kommt Abra, das ist gar keine Bedrohung und einfach One-Hit. Dann kommt ein kleines Mirror-Match gegen ein weiteres Radfratz von meinem Rivalen, das ebenfalls keine Chance hat, und ein Glomanda, und das habe ich weggekrittet. Ich muss sagen, der Rivale war hier einfach krass unterlegen. Und es hat mich echt überrascht, ne? Ich meine, ich war ja nicht mal krass überlevelt oder so. Ich hatte ein paar Level mehr, aber ansonsten halt nur ein Radfratz, aber es hat vollkommen ausgereicht, kein Problem. Dann bin ich hochgegangen zu Bill über die Nuggetbrücke, auch alles kein Thema, hab noch ein paar Level mitgenommen und dann bin ich halt in die Arena von Misty reingelaufen und hab das Beste versucht, sagen wir es so. Und ich muss sagen, der Kampf gegen Misty, der war auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe zunächst mal gegen ihr Sterndu natürlich Hyperzahn eingesetzt und erstmal ordentlich gemisst. Und sie setzt logischerweise Aquaknarre ein und krittet erstmal. Und zieht mir wirklich hier die Hälfte meiner Leben ab fast. Also das hat sehr weh getan, der Crit. Aber okay, der nächste Hyperzahn hat gesessen und ihr Sterndu war besiegt. Aber dann, Leute, kam ihr Starmie. Und davor hatte ich echt Angst, ne? Weil das war fast so gut gelevelt wie ich, nur ein paar Level drunter. Und das ist halt wirklich ein Powerhouse, was auch durchaus einiges aushält und gut austeilen kann. Und ich habe natürlich sofort wieder Hyperzahn eingesetzt, aber leider war ich langsamer und habe einen Tackle gefressen. Aber es hat nicht so sehr weh getan, aber ich wusste, wenn Starmie wirklich jetzt die ganze Zeit Wasserattacken einsetzt, habe ich ein Problem. Aber der Hyperzahn hat ausgereicht, wirklich hier mehr als 50% Schaden zu machen und das war meine Rettung. Weil ich habe dann mit meinem zweiten Hyperzahn Starmie besiegen können, habe aber vorher nochmal eine ordentliche Aquaknarre gefressen und wäre fast gestorben. Ich war wirklich im roten Bereich, also das war ein sehr knapper Kampf, aber ich muss sagen, es lief doch ganz okay. Und hätte ich ein paar Level mehr gehabt, hätte ich hier wahrscheinlich auch safe gewonnen. Aber so musste ich halt ein bisschen Glück haben, aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Aber ab diesem Punkt hier hat sich der Run stark verändert, das kann ich schon mal festhalten, weil ich hatte jetzt die Möglichkeit, einige TMs zu lernen und Radfratz hat hier auf jeden Fall eine recht große Auswahl sogar. Und das fand ich doch sehr, sehr cool. Zunächst mal habe ich auf jeden Fall die Attacke Blubstrahl gelernt, die ich von Misty bekommen habe, für den Sieg über Misty. Und das ist eine Wasserattacke, die 65 Schaden macht. Das ist auf jeden Fall nicht optimal für Radfratz, keine Frage. Aber es ist besser als Tail Whip, was ich nach wie vor als vierten Move hatte. Von daher habe ich es direkt mal eingesetzt, aber später wieder verlernt, als es dann unnötig wurde. Weil ich muss sagen, Blubstrahl wollte ich jetzt nicht unbedingt für den Rest des Runs behalten. Da gibt's Besseres. Aber was ich hier auch schon lernen konnte, in dieser Stadt, war Schaufler. Und das ist genial, weil Schaufler ist ein Boden-Move mit 80 Schaden und 100% Genauigkeit, wo man sich quasi eine Runde eingräbt und dann Schaden macht. Und das ist sehr effektiv, gegen so viele Typen ist es der Wahnsinn. Gegen Feuer, gegen Elektro, gegen Gift, gegen Gestein und gegen Stahl, okay, aber das gab es logischerweise noch nicht in Gen 1. Aber gerade halt einfach, die Effektivität gegen Elektro war jetzt sehr wichtig wegen Major Bob, ne, dem dritten Arena-Leiter. Und er war somit, naja, nicht wirklich eine Herausforderung, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall war Radfratz somit schon mal deutlich stärker und konnte auch vorgehen gegen die Gift-Pokémon von Team Rocket für den gesamten restlichen Run und gegen halt einfach diese ganzen Gesteins-Pokémon, die mir echt auf die Nerven gegangen sind bis dato, weil die normalen Moves dagegen einfach fast gar nichts bringen. Und somit war ich da schon mal sehr gut aufgestellt und später die Feuerarena konnte ich damit auch ganz gut bewältigen. Das bedeutet, der Move hier war wirklich Gold wert und einer der großen Knackpunkte des gesamten Runs. Was ich aber auch bekommen habe, war die Attacke Body Slam auf der MSN, wo ich jetzt als nächstes hin musste.
Und Body Slam ist wirklich ein saustarker Move. 85 Schaden, 100% Genauigkeit, ein normaler Move mit halt einfach Step, was Radfratz sehr, sehr gut einsetzen kann und recht viel AP. Also was willst du mehr? Diese Attacke hier ist einfach etwas besser als Hyperzahn und deswegen habe ich die einfach mit reingenommen und die kann auch teilweise paralysieren. Auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Die sollte man mitnehmen. Und was ich halt auch gelernt habe auf der MSN, war Superzahn per Level-Up auf Level 34. Und das war jetzt auch wirklich der letzte Level-Up-Move im gesamten Run. Was schade ist, aber es ist halt nur ein Radfratz, ne? Und vorher auf Level 23 hatte ich Energiefokus gelernt, aber ganz ehrlich, was willst du damit? Ist halt wirklich unnötig. Am Ende von der MSN hatte ich dann also Body Slam, Rückzug-Hieb, Schaufler und Superzahn. Und ich muss sagen, das war deutlich zu stark für meinen Rivalen, der dann quasi gar keine Chance mehr hatte. Und ich war auch krass überlevelt, muss man sagen, das seht ihr ja hier. Und ich habe all seine Pokémon einfach sofort gewone-hitted, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Also das war gar kein Problem. Und dann habe ich Zerschneider bekommen und konnte bereits zu Major Bob, dem dritten Arenaleiter. Und was soll ich sagen, ich war überlevelt und hatte Schaufler. Und der physische Angriff von Radfratz ist ja ganz okay. Das bedeutet, Major Bob hatte gar keine Chance gegen einen Radfratz. Tja, hätte Major Bob im Krieg gegen Radfratz kämpfen müssen, hätte er wohl den Krieg verloren. Belastend, aber was soll's. Auf jeden Fall habe ich so recht schnell den dritten Orden bekommen und auch die TM für Donnerblitz. Eine Elektroattacke mit 95 Schaden und 100% Genauigkeit. Und das ist wirklich sehr gut, aber ich wollte auf Krampf Superzahn behalten, der die gegnerischen KP immer safe halbieren kann. Und deswegen habe ich Donnerblitz hier noch nicht eingesetzt und ich muss sagen, das war ein Missplay. Wenn ihr diese Challenge hier spielt, ne, setzt hier schon Donnerblitz ein, um Superzahn zu ersetzen. Ihr braucht Superzahn einfach gefühlt gar nicht, in keiner Situation für den gesamten Run. Das bedeutet, Donnerblitz wäre deutlich wertvoller gewesen, gegen halt einfach die ganzen Wasser-Pokémon, die wir später noch treffen werden. Aber okay, für den Moment habe ich es nicht so dringend gebraucht, von daher habe ich Donnerblitz erstmal in der TM gelassen und dann erst später eingesetzt. Aber was soll's, da war ich halt ein bisschen zu greedy. Doch was als nächstes passiert ist, hat mich wirklich krass überrascht, ne? Schreibt mir bitte mal jetzt in die Kommentare, bei welchem Trainer ihr glaubt, dass ich wieder Probleme bekommen werde, also nach Major Bob jetzt. Was wird der nächste Trainer sein, wo ich hänge? Und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf eure Antworten und ich werde es jetzt auflösen. Ganz einfach. Der erste Trainer von den Top 4. Und ich mache hier keine Scherze. Die gesamten restlichen Arenaleiter, alle 5, also sowohl Erika als auch Koga, Sabrina, Pyro und Giovanni, waren gar kein Problem, nicht mal ansatzweise. Die waren gefühlt alle komplett One-Hit, all ihre Pokémon. Und das hat mich wirklich krass überrascht. Ich meine ganz ehrlich, ne, ich bin mit Radfratz, das Pokémon ist ja nicht gerade gut. Und das zeigt mir einfach mal wieder, wie leicht eigentlich die erste Generation ist, wenn man nur ein Pokémon trainiert, was einfach automatisch überlevelt wird. Du kannst es ja gar nicht verhindern. Ich meine, du machst jeden Kampf mit einem Radfratz, das sehr schnell leveln kann, weil es nicht viele EP braucht, um Level 100 zu erreichen. Und deswegen hast du logischerweise immer ein sehr viel besseres Level als die Pokémon der Gegner. Und wenn du dann noch gute Moves hast, die sehr viel Schaden machen können, sieht es normalerweise sehr gut für dich aus, auch wenn du nur ein Radfratz hast. Und man muss halt einfach ganz ehrlich sagen, dass die Levelkurve der ersten Generation wirklich furchtbar war. Ich meine, holy shit, fast alle Trainer im Spiel setzen Pokémon ein, die unfassbar unterlevelt sind, also selbst wenn ich 6 Pokémon hätte, die ich parallel trainieren würde, ich wäre safe überlevelt worden. Gerade halt die ganz normalen Trainer auf den Routen, die können ja gar nichts, nicht mal ansatzweise. Die sind immer irgendwie 20, 30 Level unter mir und haben nicht den Hauch einer Chance. Und die Arenaleiter sind auch nicht viel krasser sogar. Ich habe zunächst mal gegen Erika gekämpft in Prismania City und das ist eine Pflanzentrainerin. Und die hatte absolut keine Chance gegen Body Slam, ja. Du setzt die Attacke ein paar Mal ein und sie ist einfach komplett tot und kann nichts tun. Die ist die ganze Zeit One-Hit oder Two-Hit und verliert alle ihre Pokémon. Genauso wie alle anderen Trainer in ihrer Arena. Also Erika war gar keine Herausforderung. Später bin ich zu Sabrina gegangen, in ihre Psycho-Arena. Man würde jetzt meinen, dass halt so Pokémon wie Kadabra sehr gefährlich werden können, aber die haben halt nicht so viel Defense, ne? Und wenn du damit Body Slam draufhaust, sind die auch schnell tot. Also Sabrina war auch jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Dann als nächstes stand ich vor Koga und der hat eine Gift-Arena. Was soll ich sagen? Ich habe Schaufler. Das ist sehr effektiv, physisch und macht 80 Schaden. Dagegen hat Koga nicht den Hauch einer Chance. Und da es in der ersten Gen logischerweise noch keine Fähigkeiten gab, hat er auch keine Schwebe gehabt. Das bedeutet, naja, mit Schaufler habe ich Koga ziemlich zerstört. Und dem guten Pyro auf den Zinnoberinseln, dem ging es ganz genauso, weil der hatte ein Feuerteam. Und auch Feuer hat Schwäche, wie gesagt, gegen Boden. Das bedeutet, Schaufler hat auch gegen den sehr gut geregelt. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den guten Giovanni.
Ihr wisst Bescheid, ich habe die bisherigen Kämpfe mit ihm noch gar nicht angesprochen hier, aber die waren auch nicht wirklich der Rede wert. Ich meine, er hat halt teilweise Gesteins-Pokémon, teilweise Gift-Pokémon, teilweise Boden-Pokémon. Das meiste davon kann ich sehr gut angreifen mit Schaufler und ansonsten habe ich halt Body Slam. Deswegen waren die bisherigen Kämpfe nicht wirklich schwierig. Aber ich dachte, in der 8. Arena wird er nochmal gepusht von den Leveln her, bekommt noch ein paar Entwicklungen rein und wird eventuell sogar eine Bedrohung. Aber ich muss sagen, auch dort habe ich ihn komplett zerstört. Holy shit, nicht mal Giovanni hatte eine Chance auf sein Max-Level gegen ein einzelnes Radfratz mit einem halbwegs stabilen Moveset. Es ist wirklich sehr, sehr krank gewesen. Aber okay, Radfratz hat sich hier wirklich als MVP bewiesen. Aber in der Liga sah das Ganze anders aus, weil dort wurde ich mal wieder komplett zerstört. Und ich denke mal, das ist eine gute Sache, um die Challenge hier zu einem sehr interessanten Ende zu führen. Doch bevor ich tatsächlich halt zu der Liga gehen konnte, muss ich zunächst mal ein weiteres Mal gegen meinen Rivalen kämpfen. Und wie schon gesagt, ne, das war kein Problem, weil der nächste Trainer, mit dem ich echt Probleme hatte, war erst wieder in den Top 4. Aber ich habe hier eine Sache gemerkt, und zwar steigt die Levelkurve plötzlich extrem an. Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht auf jeden Fall für die Top 4, ne, dass die wieder ein großes Problem werden. Und es hat sich dann, wie gesagt, auch so ein bisschen bewahrheitet. Man muss halt sagen, ich habe es nicht mehr geschafft, hier meinen Rivalen teilweise zu one-hitten. Und das in seiner recht schwachen Form noch, ne? Nach der Liga kommt er ja nochmal als Champ vor und dann ist er nochmal deutlich stärker. Und wenn ich da dann quasi fast gar nichts mehr von ihm one-hitten kann, habe ich auf jeden Fall ein großes Problem, dachte ich mir. Und deswegen habe ich mir hier schon gedacht, dass die Challenge hier wahrscheinlich ein sehr cooles Finale haben wird. Und ich denke, das ist auch cool so. Und ich habe mir sogar kurz vor der Liga eine Challenge gesetzt. Und zwar wollte ich versuchen, mit einem Radfratz unter Level 80 die Liga zu betreten und damit auch die Liga komplett zu gewinnen. Das bedeutet, ich durfte nicht höher leveln als Level 80 und ich durfte auch nicht abspeichern, wenn ich in der Liga verloren habe, um mal die XP zu behalten. Auch das war mir nicht erlaubt, um halt wirklich nicht so krass überlevelt in die Liga reinzugehen. Weil ich dachte mir ganz ehrlich, mit Level 100 Radfratz würde es zu einfach. Und ich denke, es war so auf jeden Fall ganz cool gebalanced und durchaus eine coole Herausforderung. Und der erste Kampf war logischerweise gegen die Eistrainerin Lorelei. Und ich muss sagen, die hat auf jeden Fall kein schlechtes Team und ich kann sie nur effektiv angreifen mit Donnerblitz, das ich mittlerweile Radfratz beigebracht hatte, aber ich schaffe es hier einfach nicht, ihre Pokémon zu one-hitten. Es geht nicht. Und das bedeutet leider, ihr Yugong landet im gelben Bereich und greift an mit Aurora-Strahl, macht mich halb tot, dann greife ich nochmal an und es ist besiegt, aber als nächstes kommt Austausch, das greife ich wieder an und es verwirrt mich, weil ich es einfach nicht tot bekomme. Und von da an ging auf jeden Fall das Battle hier stark bergab. Ich hatte keine wirkliche Chance mehr, konnte kaum noch angreifen, habe mich ständig selbst verletzt und ich habe es irgendwann geschafft noch, das Austausch loszuwerden. Und dann kam Lamos, was irgendwie nicht kämpfen wollte. Es hat die ganze Zeit keine richtigen Schadensattacken eingesetzt und deswegen habe ich auch das noch tot bekommen. Und irgendwann war ich sogar befreit wieder von der Verwirrung. Und dann kam ein Rosana, was ich one-hitten konnte, mit Body Slam. Aber ihr letztes Pokémon ist ein Lapras. Und das habe ich nicht mehr tot bekommen, es ging nicht. Es hat mich logischerweise gekillt mit Hydro-Pumpe, weil es das konnte. Und ich war schon im roten Bereich, also naja, ich kann kein Lapras one-hitten mit einem Radfratz. Das funktioniert einfach nicht. Dafür ist Lapras viel zu gut defensiv aufgestellt. Aber beim zweiten Versuch, muss ich sagen, lief es deutlich besser. Weil da war Yugong nicht so aggressiv und das Austausch konnte mich nicht verwirren, weil Lorelei aus irgendeinem Grund eine Heilungsitem eingesetzt hat in der Mitte von der Kampfrunde. Bisschen cheaterhaft, aber okay, nehmen wir das mal so hin. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Dann kam natürlich das Lamos, was mal wieder kein Problem war. Rosana war wieder One-Hit und Lapras haben mich alleine nicht besiegen können, da ich zuvor nicht so krass geschadet wurde. Und so konnte ich Lorelei sogar noch ganz gut besiegen im zweiten Versuch. Als nächstes kam aber Bruno und er hat angefangen mit einem Onix und ich muss sagen, das war zunächst mal kein mega großes Problem, aber es hat halt eine ganze Menge gestallt. Aber wegen Schaufler muss ich sagen, habe ich das noch tot bekommen. Aber dann kam Nocturne und ich habe es logischerweise angegriffen mit Body Slam. Und was hat Nocturne eingesetzt? Naja, Concha. Und es hat mich einfach komplett gewone-hitted und aus meinem Leben gefegt. Das war auf jeden Fall ein sehr bitteres Erlebnis. Aber beim zweiten Versuch, muss ich sagen, war Bruno sehr, sehr leicht. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist mit der KI, aber Bruno konnte mir nichts mehr entgegensetzen. Nocturne war dieses Mal One-Hit, hat wohl beim letzten Mal durch einen Dice-Roll überlebt und hat minimal weniger Schaden genommen, als es möglich war. Kikli ist durch einen Crit gestorben und die restlichen beiden Pokémon waren nur ein weiteres Onix und ein Mahoumai, die beide nichts tun konnten. Mahoumai hat noch versucht, einmal mit einer K.O.-Attacke mich umzubringen, aber die ging daneben, wie so häufig, und deswegen war auch das nicht wirklich ein Thema. Und ich habe Bruno recht gut besiegen können. Nur die erste Runde mit Nocturne war auf jeden Fall ein bisschen lachhaft.
Doch die nächste von den Top 4 ist Agathe und da muss ich sagen, der Kampf hier war geschenkt. Wirklich absolut geschenkt. Weil die hat ein Geist-Gift-Team und ihr wisst Bescheid, Freunde, die Geist-Pokémon hatten hier noch nie Schwebe und ich konnte alle One-Hitten mit Schaufler, ohne irgendwelche Probleme. Das einzige, etwas gefährlichere Pokémon war hier Golbat, weil ich das nicht One-Hitten konnte, aber auch das war kein riesiges Problem. Ich muss sagen, Agathe war ein sehr einfacher Gegner, der wie für Radfratz gemacht war. Als nächstes kommt allerdings Siegfried und ich muss sagen, sein Team ist brutal. Er hat logischerweise ganz viele Drachen-Pokémon, aber er startet zunächst mal mit einem Gyarados. Und das hat logischerweise mal 4 Schwäche gegen Donner, weswegen ich auf jeden Fall Donnerblitz einsetze, aber es reicht nicht zum One-Hit. Und ich hatte hier sehr viel Glück, dass das Gyarados keine Schadensattacke eingesetzt hat, ja. Das war wirklich sehr, sehr viel Luck. Dann ging es weiter mit einem Dragonier, das habe ich gewonnen-hittet mit Body Slam, kein großes Problem. Dann kam ein weiteres Dragonier, was ich auch gewonnen-hittet habe. Und dann ging es weiter mit der Aerodactyl. Und da habe ich wieder Donnerblitz probiert. Und ich muss sagen, es hat auch viel Schaden gemacht, aber naja, Aerodactyl hat Hyperstrahl und das tut richtig weh. Und auch wenn ich das dann besiegen konnte, kam als letztes halt noch ein Dragoran, ein vollwertiges. Und das muss ich noch irgendwie down bekommen. Und ich habe es dann mit Body Slam probiert und ich muss sagen, es hat auch knapp funktioniert, aber es war ein sehr, sehr enger Kampf. Und hätte das Dragoran etwas aggressiver gespielt und bessere Attacken eingesetzt, hätte ich auf jeden Fall keine Chance gehabt. Von daher, das war ein sehr, sehr glücklicher Kampf. Ich denke, ich war auf jeden Fall schwächer als Siegfried, aber gut, ein bisschen Luck gehört auch dazu, ne? Doch was jetzt natürlich noch fehlt, ist das Champ Battle gegen meinen Rivalen. Und das war, muss ich sagen, sehr, sehr spannend. Es hat angefangen mal wieder mit Tauboss, sehr cooles Pokémon, wie ich finde. Und ich habe es angegriffen natürlich mit Donnerblitz und es hat überlebt und Spiegeltrick eingesetzt. Und mir schon mal ein bisschen Schaden gemacht, ne? Kein so toller Start. Als nächstes kam das Pokémon Simsalam und das konnte ich ganz gut besiegen mit Body Slam. Das war One-Hit. Aber dann hatten wir Rizeros und das konnte ich jetzt nicht mehr One-Hitten über Schaufler. Und deswegen habe ich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Schaden eingesteckt. Dann kam Kokowai und auch das konnte ich nicht One-Hitten. Und das habe ich angegriffen mit Stampfer und mir noch ein bisschen Schaden mitgegeben, bis ich dann bei Gyarados angelangt bin. Und das hat mal wieder mal 4 Schwäche gegen Donnerblitz, ne? Aber es war ja klar, dass ich das mal wieder nicht One-Hitten kann. Das bedeutet, es hat überlebt und mein Rivale hat Full Restore eingesetzt, was ich persönlich nicht machen darf. Dann habe ich nochmal angegriffen und es setzt einfach so Hyperstrahl ein und tötet mich fast. Dann habe ich Gyarados logischerweise noch tot bekommen, aber gegen Glurak hatte ich keine Chance mehr. Ich kann es unmöglich One-Hitten und obwohl ich es sogar noch paralysiert habe, hat es mich leider killen können mit einem Schlitzer. Sehr schade eigentlich, aber es war kein First Try. Doch der zweite Versuch, muss ich sagen, lief deutlich, deutlich besser ab, ne? Und zwar habe ich es da geschafft, bis zu Kokowai zu kommen, ohne Schaden zu nehmen. Ich weiß nicht wie, aber durch eine Menge Glück haben wir diese Pokémon hier keinen Schaden machen können, weil sie schlechte Moves eingesetzt haben oder einfach mein Rivale hier nicht in der Laune war, mir Schaden zu drücken. Aber Kokowai, muss ich sagen, hat mir noch eine Attacke mitgeben können. Aber dann war ich wieder bei Gyarados und das hat gegen mich dieses Mal nur Drachenwut eingesetzt, was halt nur 40 Schaden macht. Das bedeutet, ich hatte für Glurak dieses Mal genug HP, um meinen Angriff zu überleben. Und ich habe mich schon siegen sehen. Und dann habe ich die Attacke Body Slam eingesetzt und von ihm kam natürlich Fire Blast. Und das hat mich fast umgebracht. Holy shit. Über 100 Schaden habe ich eingesteckt. Doch mit meiner nächsten Attacke konnte ich zum Glück diesen Kampf hier gewinnen und diese Challenge hier endlich abschließen. Und ich muss sagen, es war insgesamt auf jeden Fall nicht einfach. Gerade die Pokémon-Liga, da hatte ich echt ein bisschen Glück und es hätte auch viel schlimmer enden können. Aber ich würde sagen, Leute, während die Credits ablaufen, komme ich mal zum Fazit. Ich muss sagen, diese Challenge hier hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber der Mittelteil war auf jeden Fall sehr ermüdend, ne? Ihr wisst Bescheid, ab Arena 3 war es ziemlich simpel eigentlich und dann musste ich eigentlich nur stundenlang A drücken, um irgendwann bis zur Liga zu kommen. Also, es hat sich echt gezogen. Es gibt teilweise Routen in diesem Spiel mit gefühlt 40 Trainern oder so und die setzen dann teilweise auch gerne mal 4 nutzlose Pokémon nacheinander ein, für die es halt Ewigkeiten braucht, um die alle zu besiegen. Und dadurch, dass ich halt so lange überlevelt war, habe ich mich ein bisschen überschätzt, muss ich sagen, auch bei der Liga. Also ich hätte nicht gedacht, dass das noch so schwer wird, aber habe mich gefreut, ne, dass diese Challenge hier doch nochmal schwer wurde zum Ende hin. Aber ich muss sagen, gerade der Anfang war hier anspruchsvoll. Um erstmal gegen Rocco und gegen Misty und so klarzukommen, muss man sich erstmal was aufbauen. Aber als ich dann später halt die TMs hatte, war es auf jeden Fall machbar. Wie auch immer, Freunde, schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ich werde höchstwahrscheinlich so eine Pokémon-Challenge hier nicht das letzte Mal gemacht haben, von daher schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare für Spiele, aber auch für Pokémon, die ich mal einsetzen soll oder auch für andere Challenges, ne? Ich bin für alles offen und da würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter mit einem weiteren Challenge-Video
Und schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lotte Cards, ein sehr guter Kartenhändler, wie ich finde, und bei meinem Yu-Gi-Oh! Kanal. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh! Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.